Servus zusammen zu einer neuen Folge von Marksman 101 hier auf Kuma Tactical und worum es geht, seht ihr gleich. Es gibt drei Regeln, die auf jedem Schießstand gelten. Und welche, zeige ich euch jetzt. Ich habe eine Idee gehabt für ein Video, beziehungsweise die Idee hat eigentlich John Lovell gehabt und ein paar Leute haben es eben auch schon adaptiert. Grüße gehen raus, liebe Grüße von den Germans. Würde er nicht sehen, aber trotzdem. Wir haben grundsätzlich eben uns überlegt, eine Regel, die, also einen Regelsatz, der auf jedem Schießstand gilt. Egal, ob man Polizist, Sportschütze, Jäger, Soldat, Berufswaffenträger, Geld- und Werttransport oder sonst was ist, diese drei Regeln, die gelten auf jedem verfickten Schießstand. So muss man es einfach sagen. Diese drei Regeln sind nicht zu brechen. Diese drei Regeln sollen in meinen... Also in meinen Augen sollte ein Verstoß gegen diese Regeln zum vor die Tür setzen. Wer darf den Rest des Tages nur noch in der Ecke zuschauen führen? Weil das sind wirklich drei Sicherheitsregeln. Da kann man nicht diskutieren. Also es gibt immer Regeln, wie zum Beispiel Gehörschutz tragen, wo manche Leute sagen, ja, aber nicht bei uns, bei das ist kindisch oder sonst was. Aber diese drei Regeln sind in Stein gemeißelt. Regel Nummer 1. Es ist jede Waffe als geladen zu betrachten. Egal wann. Egal, ob ich sage, ich habe die Magazin raus, habe die durchgeladen, habe den Schlitten arretiert, habe das auf den Tisch gelegt, laufe in eine sichere Richtung. Dennoch, wenn ich die Waffe wieder aufnehme oder wenn ein Schützenkamerad oder wenn ein anderer Kamerad in irgendeiner Form die Waffe aufnimmt, ist die Waffe als geladen zu betrachten. Also das Erste, was ich mache, schauen, ob was in der Kammer ist. Schauen, ob ein Magazin drin ist. Erst dann, was mit der Waffe machen. Erst dann die Waffe manipulieren und erst dann die Waffe vielleicht fertig laden, holstern oder an Stand gehen und schießen. Die Waffe ist immer als geladen zu betrachten. Regel Nummer 2. Der Finger bleibt weg vom Abzug, bis das Feuer eröffnet wird. Da gibt es die schöne Szene aus Black Hawk Down. Meine Sicherung ist der Finger. Oder so ähnlich. Ich weiß es gerade nicht aus. You know better than that. Safety should be on at all times, Tom Bates. Where's my safety, sir? Der Finger bleibt vom Abzug weg, bis zum Moment des Schusses. Also... Es gibt Leute, die haben einen magnetischen Daumen. Mein Vater zum Beispiel zählt genau dazu. Die nehmen die Waffe in die Hand und haben sofort einen Finger am Abzug dran. Nicht machen. Nicht bei einer Airsoft, nicht bei einer Luftpistole, nicht bei einer Scharfwaffe oder sonstiges. Finger lang machen. Finger seitlich an der Waffe dran halten. Man kann so genauso ziehen, man kann genauso so die Waffe führen, man kann so genauso ein Haus, ein Flugzeug oder ein U-Boot stürmen. Überhaupt kein Problem. Das machen die Profis auch so. Also nicht denken, ja, aber die geilen Navy Seals Operator, die laufen doch so rum. Nein, die laufen auch so rum. Deswegen Finger lang machen. Der Finger geht an den Abzug in dem Moment, wo ich schießen möchte. Also sprich, Anschlag, zielen und jetzt geht der Finger zum Abzug. Und jetzt drücke ich den Abzug durch. Und dann lasse ich ihn auch wieder weg. Natürlich, wenn ich sage, ich mache einen Double Tap oder ich irgendwelche anderen Geschichten, also ich schieße das ganze Magazin leer, dann kann der Finger schon am Abzug bleiben, bis das Magazin leer ist. Wenn ich jetzt aber aufhöre zu schießen, Finger weg und wieder Finger in eine Ruheposition. Bei Kurzwaffen empfiehlt es sich oft, oben auf dem Rahmen drauf zu legen, bei Langwaffen meistens auch, manchmal ist hier ein Magazinknopf, hier aufpassen, das Magazin nicht unabsichtlich auszuwerfen, aber wie gesagt, Finger lang machen. Regel Nummer 3. Man richtet seine Waffe nie auf etwas, was man nicht auch beschießen möchte. Einfache Grundregel von der Verständnis. Hier vorne kommt ein Laser raus. Dieser Laser geht von hier bis in die Unendlichkeit. Und alles, was er berührt, ist wie in Star Wars 1, also Episode 5, aber im ersten Star Wars Film. Das Lichtschwert trifft jemanden und einfach der Typ verdampft, der verschwindet. Genauso ist es hier mit dem Laserstrahl. Der Laserstrahl kommt hier aus dem Lauf raus und sobald er was berührt, stirbt's. Egal, ob er abdrückt oder nicht, merkt euch das. Der Lauf zeigt im Freien nach oben, ist eine grundsätzliche Diskussionsfrage, oder nach unten oder Richtung sicherer Kugelfang. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Nach unten, nach oben, sicherer Kugelfang. Wenn Personen zwischen dir und dem sicheren Kugelfang sind, dann nicht auf die Person zielen. Der Lauf zeigt immer und immer in eine sichere Richtung. Auch mit einer ungeladenen Waffe, wir merken uns Regel Nummer 1, die Waffe ist immer geladen, also immer als geladen zu betrachten, nicht auf Personen zielen. Also es gibt genug Leute, da sieht man Bilder auf Instagram, Facebook oder sonstige Sachen, diese, oh, ich ziele hier cool in die Kamera oder ich halte mir selber die Kanone an den Kopf oder sonst was oder andere Blödsinn.
nicht machen. Die Waffe zielt immer in eine sichere Richtung. Um es nochmal zusammenzufassen. Waffe ist immer als geladen zu betrachten. Lauf zeigt in eine sichere Richtung. Finger weg vom Abzug, wenn man nicht schießen möchte. Die drei Regeln sind in Stein gemeißelt. Die drei Regeln gelten immer. Man muss euch nachts um 4 wachrütteln können. Und ohne einen Kaffee oder was sofort, die drei Regeln. In allen Reihenfolgen, vor und rückwärts, die müssen sitzen. Die sind die wichtigsten Regeln, die es gibt. Das hat jetzt nichts mit Sicherheitsfanatismus oder sonst was zu tun. Das sind einfach Sachen, die gelten immer. Und ganz ehrlich, wer mich kennt, ich bin eigentlich ein sehr lockerer Mann. Also auch auf dem Schießstand, ich bin sehr locker drauf. Ich bin absolut nicht verbissen, bei, wenn ich eben Kurse gebe oder wenn ich andere Sachen mache. Ihr könnt mit den Waffen kommen, wie ihr wollt. Solange ihr euch an die Sicherheitsregeln habt, bin ich ein unheimlich locker Mensch. Nicht locker bin ich, wenn ihr gegen eine von diesen drei Regeln hier verstößt. Das mag ich einfach nicht. Und es mag eigentlich auch kein anderer seriöser Schießausbilder oder Standbesitzer oder ähnliches. Bitte dann trinken. So, das war die zweite Folge Marksman 101. Falls ihr euch irritiert seid, weil wir bei der ersten Folge um Rückmeldung gebeten haben und wir haben hier noch nichts davon umgesetzt. Ja, wir haben 2 Folgen vorproduziert, deswegen in der zweiten Folge hier wird es immer noch nur um das gehen, was wir uns jetzt erstmal als Gehirnfurz ausgedacht haben. Wir haben ellenlange Listen, was wir denn eben als Ideen eben umsetzen möchten. Auch hier gerne Feedback geben, auch gerne hier Vorschläge bringen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch besser ein Like, ein Abo und wenn möglich einen Kommentar da. Und wir sehen uns auch das nächste Mal hier wieder bei Kummer Tech Deckel. Bis dann.